Ja, Leute, es ist wirklich schon unglaublich, was hier noch rumliegt an Material vom Zahnarzt. Also unglaublich, wirklich unglaublich. So als wäre hier, als wäre der vor 2 Jahren erst gegangen. Aber dieses Zahnarztlabor oder Zahnarzt ist seit 1989, haben wir hier das letzte Datum gefunden. Existiert hier dieses Zahnarzt nicht mehr seit 1989 und es ist wirklich lange, lange her, wo hier noch alles noch bewohnt war und wo die Praxis hier war. Aber ist auch Wahnsinn, Leute, ne, was hier noch alles an Material noch liegt vom Zahnarzt. Und dieses Material, was hier noch liegt, es sei denn eine Zange oder Skalpell, muss man sich mal überlegen, wie alt das ist, ne? Wie alt das ist und wie. So, das kennt man auch. Ja, da kommen die ganzen Aufsätze drauf, um die Zähne zu säubern, um ein Loch zu bohren. Aber dieses Gerät ist total alt. Zieht man so raus, ne? Da hat man hier den Schlauch und dann kann man an den Zähnen hier so ein bisschen rumfuchteln. So, hier haben wir noch Spritzen, Skalpell und alles, was man so braucht. Hier noch ein Bürotisch, auch verschiedene Sachen noch drauf sind. Und was haben wir denn hier? Automobilarchiv. Automobilarchiv, okay. Hier haben wir noch eine Prothese. Kann ich Marco auf den Kopf setzen. Ja, hier die vereinzten kleinen Zähnchen. Und das wird mal alles richtig viel Geld gekostet haben hier. Was mal sehen. Hier ist noch, um die Mundspülung zu betätigen, also das Becken. Hier ist natürlich auch beleuchtet von der Firma Ritter. Ja, Marco, dann leg dich mal hin und dann will ich dir mal ein bisschen die Zähne ziehen, deine faulen. Komm, Thomas. Zieh ich dir auch ein bisschen. Komm, gib mal deinen Mund her, komm. Gott, Leute, schaut euch das mal an hier. Eine komplette Eisenbahn steht auch noch hier. Und eine Motorhaube von einem VW Käfer. Viele diverse Teile liegen hier, meistens Schrott. Aber diese Eisenbahn war früher mal echt etwas Schönes und Besonderes. Ja, Leute, jetzt stehen wir hier in dem nächsten Raum hier und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter schauen, wie es hier weitergeht. Hier haben wir einen ganz alten Staubsauger von Hofer.
Hier ist er. Kennt ihr wahrscheinlich noch von früher. Und er wird heute noch funktionieren. Ja, dann sind wir hier auch nochmal in einem Raum, wo wieder diverse Sachen stehen. Zu alten Lampenschirmen. Dann alten Fernsehen, der schon gar nicht mehr wahr ist. Leute, schaut mal, wie alt der Fernsehen ist. Schon gar nicht mehr wahr. Ja, also hier haben die schon sehr viel rausgeräumt und ausgenommen. Hier, der ganze Raum, hier, der ganze Haus. Schade. Wo geht's hier lang? Ah, der ist zu. Ja. Hier ist auch noch eine alte Küche. Und wenn ich so schaue, ist hier alles alt. Es sind alles alte Sachen und auch irgendwie auch nichts Neues. Also wirklich alles alt. Egal wo schaue, ist es alles alt hier. Die Küche, die kennt man auch noch von früher. Aus der 70er Jahre. Locker aus der 70er Jahre. Und der eine oder andere kennt wahrscheinlich die Küche noch von seinen Eltern selber. Hier ist ein Waffeleisen. Schönes altes Teil hier. Ein alter Brotkasten. Wie toll. Also so retro, ne? Hier. Guckt euch mal die Tapete an. Das hat man ja früher so gehabt, ne? Das ist aber schon richtig alt. Das ist aber richtig alt hier. Diese Tapete. Wahnsinn. So, jetzt gucke ich mal, was hier alles noch ist. Oh, ein alter Raum hier. Boah, schon gar nicht mehr wahr. Leute, schaut mal, wie das hier aussieht. Ne? Traurig. Aber gut, wenn wir machen. Also ich würde sagen, wir gehen hier auf jeden Fall wieder raus. So, raus hier. Boah, ekelhaft. Ja, da oben geht's weiter zum Dachgeschoss, aber da möchte ich jetzt ungern rauf, weil hier ein fettes, großes Loch ist. Aber da ist mir zu gefährlich, Leute. Man muss hier nichts drauf anlegen. Man muss hier nichts drauf anlegen. So, da würde ich sagen, dann gehen wir wieder runter. Ich denke einfach mal, dass die bestimmt alle geklaut sind und hat ein ganzes Auto, mehrere Autos hier zersägt für Ersatzteile. Das ist ja Wahnsinn. Alles Oldtimer, Türen, alles was man sich so denken kann. Wahnsinn. Tja, krass. Krass, der Zahnarzt hier, was der alles hier gebunkert hat. Irre. Unnormal. Echt unnormal, Leute. Leute, hiermit beende ich schon dieses tolle Video vom Zahnarzt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha, folgt der Tour und macht gut, schwingt der Hut. Ciao.
Thank you.